Charles Ingram sitzt bei der britischen Version von Wer wird Millionär? Nur noch eine einzige Frage trennt ihn von 1 Million Pfund. Er hat keinen Joker mehr. Eine 1 mit 100 Nullen wird wie genannt? A. Google, B. Megatron, C. Gigabit, D. Nanomole, E. Bibis Kontostand. Just kidding. Charles wirkt so, als hätte er keine Ahnung. I think it's a nanomole. But it could be a gigabit. And I have to say, I don't think I've heard of a Google. Doch nur wenige Sekunden später ändert Charles seine Meinung. Obwohl er noch nie von einem Google gehört hat, ist er sich plötzlich ganz sicher. I really do think it's a Google. Die Spannung im Studio ist kaum auszuhalten. Wird er der dritte Millionär in der Geschichte der Show? You just won 1 million! Doch das Geld wird Charles Ingram niemals zu Gesicht bekommen, denn er ist ein Betrüger. Gemeinsam mit 2 Komplizen im Studio hat er die gesamte Show hinters Licht geführt. Aber wie? Das Format Wer wird Millionär kennt wahrscheinlich jeder. Hierzulande moderiert von der absoluten Legende Günther Jauch. Tatsächlich existiert es in über 100 Ländern. Charles Ingram tritt am 9. September 2001 bei der britischen Version an. Bei der Auswahlfrage ist er der schnellste und setzt sich gegen 7 andere Kandidaten durch. 15 Fragen trennen ihn von 1 Million Pfund, umgerechnet knapp 1,6 Millionen Euro zur damaligen Zeit. Seine Frau Diana sitzt im Publikum. Der Moderator Chris Tarrant legt los und Charles verballert in den ersten 7 Fragen direkt 2 seiner 3 Joker. Ei, sieht an diesem Abend nicht wirklich gut aus für Charles. Noch 8 Fragen bis zur Million und nur noch den 50-50 Joker übrig. Frage 10 wird dann schon wieder schwierig. Es geht um 32.000 Pfund. Die Frage ist, wer im Jahr 2000 das Hitalbum Born to Do It veröffentlicht hat. Die Antwort ist natürlich Craig David. Ich meine, wie kann man das denn nicht? Charles hat mal wieder so gar keine Ahnung. Der 50-50-Joker muss her. Ui, A1 und Craig David bleiben stehen. I think it's A1. Charles' Frau Diana wirkt unruhig. Sie weiß, dass Craig David die richtige Antwort ist. Immer wieder wirft sie einen nervösen Blick zu den anderen Kandidaten, als erwarte sie etwas. Als nichts passiert, probiert sie ihr Glück. Charles scheint trotzdem auf A1 zu verharren. Diana versucht es nochmal mit einem filmreifen Husten. Diesmal hat Charles es gecheckt. Er entscheidet sich kurzerhand für Craig David, von dem er noch nie was gehört hat. 80% of the time I'm wrong when I guess, so... No, I'll go Craig David. Oh. Yeah. You just won £32,000. Charles hat jetzt keinen Joker mehr und muss noch 5 Fragen bis zur Million richtig beantworten. Bei Frage 11 wird eine Sportart gesucht, bei der jährlich das Spiel Gentlemen vs. Players ausgetragen wird. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is because I'm... Schon wieder ein Husten. Aber dieses Mal nicht von Charles' Frau. Tagwin Whittock sitzt hinter Charles in der Reihe der Kandidaten, zu denen Diana sich immer wieder nervös umschaut. Die Ingrams und Tagwin kennen sich. Am Abend zuvor sollen die 3 gemeinsam den Betrug ausgeklügelt haben. Charles soll so häufig wie möglich durch die Antwortmöglichkeiten gehen. Bei richtigen Antworten platzieren Whittock oder Diana authentische Huster. Zurück zu Frage 11. Charles wiederholt seine Antwort nochmal, um sicher zu gehen. I think if I had to guess and I can, I think I'd take cricket. Und schon wieder ein auffälliges Husten von Whittock. Sein Mikrofon wurde in diesen Aufnahmen hervorgehoben. Whittock hilft Charles auch durch Frage 12, 13 und 14. Wenn Whittock eine Antwort mal nicht weiß, fragt er einfach seinen Sitznachbarn. So wie in der Schule, wenn du weißt, dass du sofort rankommst und kurz nochmal sicher gehst, dass Bielefeld wirklich nur ein Hoax ist. Nun zur 1-Million-Pfund-Frage. Die 1 mit 100 Nullen. I really do think it's a Google. But you thought it was a nanomole. I'm sure it's Google. I think it's a Google. I'm going to play Google. Dann antwortet Charles Ingram richtig und gewinnt 1 Million Pfund. You just won 1 million! Die Freude über das viele Geld war nur von kurzer Dauer.
Schon während der Sendung vermuteten mehrere Angestellte im Studio, dass etwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Als die Tonspuren dann ausgewertet wurden, war man sich sicher. Charles Ingram, Diana Ingram und Tequin Whittock haben über gezieltes Husten miteinander kommuniziert. Charles und Diana wurden zu Freiheitsstrafen von je 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem mussten sie eine Geldstrafe von 15.000 Pfund zahlen. Tequin Whittock wurde zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt und musste 10.000 Pfund Strafe zahlen. Bis heute beteuern alle drei ihre Unschuld. 2015 erschien ein Buch zur damaligen Sendung, das ebenfalls behauptet, dass das Trio nicht betrogen hätte. Whittock habe während der Sendung knapp 192 Mal gehustet, allerdings nicht nur bei richtigen, sondern auch bei falschen Antworten. Außerdem hätte Ingram die Huster gar nicht hören können. Auch dem Moderator Chris Tarrant sind die Huster in keinster Weise aufgefallen. Naja, nichtsdestotrotz haben ausführliche Huster-Analysen ergeben, dass das Ganze schon ziemlich auffällig war. Nach dem Skandal wurden Charles und Diana zu britischen B-Promis. Sie nahmen gemeinsam bei einer anderen Quizshow namens The Weakest Link teil. Außerdem waren sie bei Hell's Kitchen und dem britischen Äquivalent von Frauentausch dabei. Wer wird Millionär ist die Quizshow. Irgendwie skurril, dass Charles und seine beiden Komplizen es fast geschafft haben, 1 Million zu erbeuten. Mit einem so stumpfen, irgendwie billigen Trick. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Cheers. Oh, sorry. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu dieser Story denkt. Auf der Endcard findet ihr ein Video der Worldwide Wohnzimmer Game Show und unser Video zum legendären Betrug bei Wetten, dass. Ansonsten bis zum nächsten Mal.